Ja, hallo lieben Christian Schemeyer, Patra Popsiswitch, Psychologe. Wenn das Video noch am Sonntag rauskommt, ich weiß es nicht, gibt es noch den Code gerade, 28% auf meine Kurse, August 28. Ja, ich hatte ja, es gibt ja den Julian Zietlow und der hat ja so eine Art Mentor. Das haben mir ganz viele geschickt gestern, Luca Liran. Und verlinke ihn auch nochmal hier drunter, findest du auf Instagram. Und ich hatte auf den ein bisschen reacted und so alte Psychologie, neue Psychologie. Und der jetzt auf mich reacted. Und ja, auch ganz nett, finde ich. Natürlich ganz, hat natürlich seine eigene Ansicht. Und darauf werde ich jetzt wieder reacten, weil man, glaube ich, viel dazu sagen kann. Und ja, und ich wollte auch nochmal sagen, natürlich war da so ein bisschen flapsig auch. Natürlich kann man auch Erkenntnisse erlangen durch Meditation und ist ja völlig klar irgendwie. Das versucht ja auch die westliche Psychologie, das heißt versucht, die integriert das ja auch immer mehr. Das bin ich auch ein großer Fan von ACT, ne? Akzeptanz und Commitment, Psychologie, aber auch diese achtsamkeitsbasierten Sachen. Aber natürlich kannst du Erkenntnisse gewinnen jenseits von Universitätsstudien und so weiter und können euch Life-Coaches weiterbringen. Das ist ja überhaupt gar keine Frage so. Und man sagt ja auch immer so, wenn der Schüler laut genug ruft, erscheint der Meister. Also was ich damit sagen will, ist, du ziehst auch die Lehrer und Lehrerinnen in dein Leben, die deiner Frequenz gerade entsprechen, im Guten wie im Schlechten so. Und oft sucht man sich auch die Leute, die das sagen, was man eigentlich gerne hören will. Also insofern ist das eben auch ein aktiver Prozess, wem du jetzt folgst und so. Und das ist auch alles in Ordnung so. Alles gut so. Ich sag trotzdem immer, habe ich über jemand anders schon mal gesagt, dass ich trotzdem immer empfehle, ich meine, ich biete das ja auch an, Ausbildung zu machen, selbst wenn du irgendwelche krassen Fähigkeiten hast oder spirituelle Fähigkeiten oder ich weiß nicht was, weil das heißt irgendwie noch lange nicht, dass du das in so einem 1:1 Beratungskontext auf eine gute Art auch umsetzen kannst und weiterbringen kannst oder dass du nicht trotzdem lernen müsstest, wie gehe ich mit klassischen Beratungssituationen um und so weiter. Also ich finde deswegen, selbst Leute, die jetzt irgendwelchen krassen Fähigkeiten haben, finde ich, weiß ich nicht, wie das bei ihm ist, weiß ich jetzt gar nicht, sollten trotzdem Ausbildungen machen. So, das ist schon eine ganz klare Meinung, ne? Aber genau, und er kritisiert mich jetzt auch ein bisschen, ist ja auch mal schön, ne? Auch mal schön, ein bisschen kritisiert zu werden. Schauen wir uns das erste Mal an, würde ich sagen. Ob ein Video gesehen, wo ein Psychologe, Psychiater oder so über mich ein Video macht und erklärt, wie es anscheinend besser geht. Hört mal rein. Alte Psychologie versus neue Psychologie. Mich triggert das einfach immer so hart, wenn von irgendwelchen Leuten, die, weiß ich nicht, irgendwie 10-mal meditiert haben auf Bali Rumänien oder ich weiß nicht was. Das triggert ihn so hart, wenn Leute auf Bali oder irgendwo Dinge über Psychologie, über alte Psychologie sagen. Die neue Psychologie, die neue Medizin, Medizin 3.0. Alles das Neue ist ja so viel besser. Ja, also da kann ich ihm jetzt noch nicht so ganz folgen, weil ich dachte immer, das, was er jetzt macht, wäre so das Neue und Revolutionäre. Vielleicht habe ich das falsch verstanden. Das, was ich hier vertrete, weil der kennt mein Programm sicherlich nicht, aber ist ja wirklich ein Versuch, eine Reduktion aufs absolut Simpelste überhaupt, vor allem in meinen Dating-, Liebeship-Geschichten, aber auch in meinen Emotionskursen, runterbrechen auf das absolut Einfachste. Insofern alt-neu, keine Ahnung. So, natürlich wiederholen sich auch immer Sachen. Kann ich jetzt gar nicht viel zu sagen, aber schauen wir mal weiter. Ihn triggert es so hart, mein Video, wo ich den Menschen sage, Aggression ausdrücken. Und der Weg, der geht ganz anders. Er geht hart und schwer, langsam, wie er sagt. Mal schauen, was er dazu sagt. Ja, das ist einfach immer so hart, wenn von irgendwelchen Leuten, die dieses stumpfe, sture,
Arbeit an deinen Themen Stück für Stück immer einen Millimeter weiter. Also man denkt so, man hätte, wer weiß was geschafft und in. Die Arbeit ist stumpf und stur. Nein, sie ist nicht leicht. Sie ist stumpf und stur. Weißt du, was mit deinem Leben passiert, wenn die Dinge immer stumpf und stur sind? Du erlebst genau diese Realität. Ja, also hier kann ich tatsächlich eine ganze Menge zu sagen. Ich glaube, ich verstehe auch, was er meint, und ich kann das auch, ich verstehe da seinen Punkt, und ich bin nicht getriggert davon, und ich weiß einfach, wie das läuft, wenn man Aggression das Wort redet. Das ist, also da bin ich jetzt nicht getriggert, sondern, also ich komme ja, was immer viele vergessen, was er ja auch vergisst, ich komme ja aus solchen Sachen, die habt ihr teilweise auch alle selber gemacht. Ich war auch im Wald meditieren und habe alternative Ausbildungen gemacht, und ich habe das ja alles gemacht. Ist ja nicht so, dass ich das nicht kenne, also vielleicht kenne ich jetzt nicht exakt seine Methode, aber dieses, was ich da mal sehe, rumsingen, tanzen, ja, Drogen nehmen habe ich nicht gemacht, aber Erlebnis aktiviert arbeiten, Energie, ich habe Körpertherapieausbildung, das ist Energiearbeit, das ist ein Riesenthema. Also es ist nicht so, dass ich das alles nicht kenne, und ich bin ein ganz großer Fan, aber ich finde es schade, dass es die Körpertherapie so in den Hintergrund gerückt ist. Also das, was ich da erlebt habe, das kann ich auch mal ein Video zu machen, wenn euch das interessiert. Ich habe diese so eine klassische körpertherapeutische Arbeit gelernt, und was ich da erlebt habe, das ist unfassbar. Und aber das ist gerade nicht der Zeitgeist, dass das so in ist. Also ja, das sagt er später auch noch, es gibt Energiekörper, und ja, bin ich alles bei ihm. Nur, ich meine, ich habe schon ein paar Jahre mehr auf dem Buckel als er wahrscheinlich, und mich hat das alles relativiert. Also ich glaube einfach nicht mehr an diese großen Durchbrüche, die du mit so mit einer, was auch immer da gemacht wird. Ich glaube da einfach nicht dran. Aber das ist nur meine persönliche Meinung. Das können andere auch anders sehen. Und ja, ich glaube tatsächlich, dass dieses an sich arbeiten, Schritt für Schritt, mehr bringt als dieses, es macht nicht so viel Spaß, also da bin ich ganz bei ihm so, ne? Es macht bestimmt mehr Spaß, was er da anbietet, und wie gesagt, ich habe sowas früher auch mal gemacht, und aber ich habe es für mich nicht als, oder auch für meine Arbeit, und das geht, glaube ich, vielen Psychologen so, die werden ja auch immer so negativ gesehen, ja, weil Gott, Psychologen sind im Großteil wirklich gut ausgebildet, und es gibt ja einen Grund, warum es so Wissenschaftlichkeit gibt in der Psychologie, um wirklich zu gucken, was funktioniert. Das ist ja nicht so, dass es nichts ist, so, ne? Und auch viele Kollegen, denke ich, machen ähnliche Erfahrungen, dass dieses wirklich Schritt für Schritt arbeiten, ja, dass es einfach viel bringt und auf mehr bringt. Also, dass manchmal so auch so Durchbrüche schon sehr helfen können, so im Rahmen von so einem laufenden Beratungsprozess, aber stell dir mal vor, du willst Klavier spielen lernen, lernst du das mit so einem Durchbruch irgendwie, oder lernst du das durch tägliches Üben so, ne? Das ist halt die Frage, aber wenn er da eine andere Meinung hat, alles gut, aber wie gesagt, es ist nicht so, dass ich das nicht kenne und nicht auch sowas ganz viel erlebt hätte, und das ist für mich tatsächlich dieser Weg aus den 70ern, 80ern, der natürlich nicht verschwindet, solche Sachen kommen ja immer wieder, so, ne? Und ich finde tatsächlich, das sieht man ja auch ein ähnliches, weiß nicht, ob er auch jetzt in dieser Bashar-Geschichte ist, da weiß ich jetzt nicht. Aber tatsächlich halte ich, wollte ich auch mal ein Video drüber machen, da gibt es so eine Skala von Ken Wilber, dieses Fokus auf den eigenen Spaß und ich mache, was ich will, halte ich für keine hohe Schwingung, halte ich für eine niedrige Schwingung. Es ist jetzt keine Wertung so. Aber dieses komplett um sich drehen und die eigenen Bedürfnisse ist zwar interessant anzugucken, ne? Und er hat ja auch super viel Follower, der Jürgen Zietlow, und jetzt sage ich wieder Jürgen, warum sage ich immer Jürgen, ey? Muss ich nochmal googeln, gibt es einen Jürgen Zietlow, also der Julia Zietlow, genau wie dieses Trash-TV ist super schön anzugucken, aber ich weiß auch nicht, ich kann es ja von außen jetzt nicht beurteilen, wer welchen aber Bewusstseinszustand hat, aber man kann das ja für sich auch alles so sehen, aber dann gleichzeitig zu sagen, ich weiß es, wie es läuft, ich stehe über euch, ich habe die Wahrheit, ich erzähle euch jetzt, wie läuft, ist für mich keine hohe Schwingung. Also da kann ich aber nicht mitgehen, tut mir leid. Ja.
indem du an deinen Energiekörper arbeitest, indem du an deinem Körper, an deinem physischen Körper arbeitest, löst du automatisch bei dir Emotionen aus. Und diese Emotion, die du dann bei dir auslöst, kannst du immer wieder neu bewerten und du kannst neue Richtungen einschlagen. Bedeutet, du musst nicht an deiner Psyche arbeiten. Wenn du es hinbringst, in einer hohen Frequenz zu sein, in einer hohen Energie zu sein, dann hast du automatisch freudvolle Emotionen und wunderschöne Gedanken. Aber zeig mir mal einen Mensch, der im Schmerz ist, der jetzt mit seinem Mindset aus dem Schmerz kommt. Die Psyche ist okay und bringt was, aber nur bedingt was. Wenn ihr es langsam und stur, um die ihr auch immer sagt, lösen wollt, dann unbedingt diesen Weg. Ja, da kann ich ihm sogar folgen. Tatsächlich bin ich auch der Meinung, und das ist auch so auch der Weg in der Psychologie gerade, dass man so ein bisschen skeptisch ist, ob man so tiefsitzende Glaubenssätze so ändern kann, hundertprozentig. Also man, natürlich, ich glaube schon, dass man sie ein Stück weit ändern kann, aber man setzt häufig irgendwas daneben. Oder auch in diesem Act, was ich halt sehr gut finde, ist, also diesem psychologischen, ist auch egal, was müssen wir jetzt auch nicht, was das alles ist, aber das ist ja auch in meinen Emotionskursen ist da viel aus dieser Psychologie, sag ich mal, viel verarbeitet. Also dieser psychologische Anteil davon, dass man sagt, hey, ich ich akzeptiere, dass es bestimmte Sachen gibt, die auch teilweise evolutionär angelegt sind, zum Beispiel dieses immer wieder Sorgen machen, so. Akzeptiere ich als so eine Art Hintergrundradio, aber ich kümmere mich da einfach nicht weiter drum, so, ne? Ich kümmere mich da nicht weiter drum, sondern will jetzt auch diese ganzen Methoden gar nicht erklären, da langwierig, aber das stimmt. Also da, ich bin auch ein bisschen skeptisch mit Glaubenssätzen und ich finde auch, wenn man im aktuellen Schmerzkörper ist, ist schwer an sich zu arbeiten, deswegen habe ich auch das nice geile Leben. Ich meine, ihr kennt mein Programm jetzt nicht, ist auch egal, aber ich finde auch, das nice geile Leben spielt eine Riesenrolle und natürlich, wenn du nicht eine hohe Schwingung bekommst, sind viele Sachen leichter. Nur es ist mal die Frage, was ist eigentlich eine hohe Schwingung? Ist das jetzt eine hohe Schwingung wie bei dem Julian, dass er jetzt frisch verknallt ist, Drogen, weiß nicht, wie viel da jetzt einwirft, aber ich meine, er verherrlicht das ja so ein bisschen. Ja, sein Geld verprasst irgendwie ist. Ich kann das letztlich nicht beurteilen, aber könnt ihr mir sagen, ist das jetzt eine hohe Schwingung oder ist es einfach Spaß haben? Und man darf auch einfach Spaß haben im Leben so. Ne? Also ich finde sein Verhalten viel nachvollziehbar als einfach eine krasse Midlife-Crisis, habe ich auch gehabt und ich kenne diese Gefühle und das kommt ja mir auch in diesem Moment wie eine hohe Schwingung vor. Vielleicht auch eine Definitionssache, aber das ist ja im Allgemeinen, ist das ja kein andauernder Prozess, dass man so drauf ist. So, ne? Aber ja, so wenn er Tools hat, Leute in eine hohe Schwingung zu bringen, dann sieht einiges anders aus, ne? Und wie gesagt, dass es da verschiedene Ebenen gibt. Aber ich würde die nicht gegeneinander ausspielen. Du kannst direkt am Körper ansetzen. Aber selbst diese Körpertherapien würden, glaube ich, nicht sagen, so jetzt machen wir mal irgendwas am Körper und dann ist alles durch, sondern auch die würden sagen, es ist ein kontinuierlicher Prozess, wo du stumpf und stur an dir arbeitest. Aber du kannst am Körper ansetzen, du kannst an der Psyche ansetzen, du kannst an verschiedenen Sachen ansetzen, aber letzten Endes wird es eine ähnliche Arbeit sein. Vielleicht funktioniert mal das eine besser, mal das andere. Aber gut, können wir nachvollziehen. Genau das ist aus meiner Sicht der Grund, wieso gewisse Menschen bei gewissen Therapeuten einfach nicht weiterkommen. Weil wenn jemand das Thema bei sich selber nicht lösen kann oder gelöst hat, wie will er es jemandem beibringen? Wie will ich den Menschen Glückseligkeit beibringen, wenn ich es nicht bin? Jetzt nicht in Bezug zu ihm, sondern im Allgemeinen. Deshalb für mich das Wichtigste, was man machen kann, ist all seine eigenen Aufgaben zu lösen. Und je stärker du deine Aufgaben gelöst hast, desto stärker wird dein Energiefeld und dein Energiefeld strahlt so auf alle links und rechts, dass du, indem du dich heilst, ja, egoistisch, indem du dich heilst, heilst du die anderen. Aber der Weg, die anderen zu heilen und bei sich nicht reinzuschauen, ist für mich der Grund, wieso vieles nicht funktioniert. Ja, gut, natürlich, ja, also ich kriege solche Nachrichten ja auch. Gott, da kann man jetzt ganz viel zu sagen. Also erstmal,
ist es, glaube ich, das ist natürlich so eine beratende Psychologie, sage ich mal. Ich betone nochmal hier Freud, der gesagt hat, wir versuchen, neurotisches Elend in menschliches Unglück zu verwandeln. Das scheint es mal kein hohes Ziel zu sein. Und tatsächlich würde ich sagen, dass viele Prozesse in der Psychologie darauf abzielen, Sachen erträglicher zu machen, so das Leben erträglicher zu machen, aber die zielen nicht auf Glückseligkeit an, ne? Und auch in meinem Glückskurs ist, glaube ich, dass es ist so definiert, dass du Kontrolle über dein Leben gewinnst, dass du Kontrolle über deine Emotionen gewinnst, aber nicht, dass du die ganze Zeit glückselig bist, so, ne? Das ist tatsächlich nicht, wird auch nicht, ich persönlich, also wenn er Tools hat, Leute in Glückseligkeit zu bringen, ja, dann go on, ne? So, ne? Ich bin aber höchst skeptisch, weil ich glaube, das Leben ist immer gemischt irgendwie und ich glaube, dass so Glückseligkeit und tiefste Depression, das ist meine Meinung, liegen oft Millimeter nebeneinander. Du kannst von einem ins andere fallen, du kannst dunkelste Nacht der Seele haben und meine, guckt euch Eckhart Tolle an, wie er so, warum auch immer, erleuchtet worden ist, wie es ihm da vorher ging, total schlecht, dann erleuchtet. Und ich glaube auch, dass du subjektiv ganz hochschwingende Zustände haben kannst und fällst den nächsten Tag ein total tiefes Loch. Also für mich ist das Leben immer eine Mischung. Ich glaube da nicht dran, dass du, ich glaube, das geht auch so von der Gehirnchemie einfach nicht, dass du, also die wird immer wieder zur Mitte tendieren, wie alle Prozesse in der Natur. So. Da gibt es ja auch viel Forschung drüber mit Lotto-Millionären und so. Ja, das kann er natürlich sagen, ja, ich mache aber innen irgendwas. Ja, das ist ja, das hilft auch bestimmt, meditieren und alles. Absolut seiner Meinung, aber kannst du es, ist das wirklich ein realistisches Ziel? Überlasse ich euch, deine Meinung zuzuhaben. Und ich tatsächlich, das ist auch mal dieses Gebäsche auf Psychologen, ja, die haben doch alle selber einen Schaden und was weiß ich. Und nur, also wenn du sowas über Psychologen sagst, dann sagst du das eigentlich über alle Leute, die Beratungskontexte haben, sagst du auch über solche wie, dann haben wir auch Leute, die im Urwald meditieren, die haben auch eine Meise oder haben auch ihre eigene Meise, also dann hat jeder eine Meise. Ne? Du kannst da nicht auf eine Gruppe draufkloppen und die, das finde ich schwierig so, aber gut, kann er natürlich machen, wie er will. Aber ich wollte da noch irgendwas Wichtiges zu sagen. Warte, muss ich jetzt nochmal reinhören. Ach ja, jetzt weiß ich, was ich sagen wollte. Also, ja, der Berater oder was auch immer muss immer nur einen Schritt weiter sein als du. Das ist kein perfekter Mensch, das wissen wir alle. Und ich würde zu jemand, ich hätte kein Vertrauen zu jemand, der sagt, er ist auf Level, er hat das Level durchgespielt und er weiß alles. Das ist eine Person, die ich keinen Millimeter, keinen fucking Millimeter vertrauen würde. Weil nur wenn du deine Schattenanteile kennst oder zumindest ansatzweise kennst, kannst du, glaube ich, ein guter Berater sein. Wie gesagt, weiß ich jetzt nicht, wie das bei ihm der Fall ist. Manchmal machen die ja auch viel diese Schattenarbeit, keine Ahnung. Aber du musst nur einen Schritt weiter sein. Du musst kein perfekter Mensch sein. Ne? Also ich kann, ich glaube, in Beziehungen habe ich, glaube ich, viele Levels durchgespielt. Da kann ich anderen Leuten helfen. Wenn ich jetzt, meine, ich spiele auch früher ganz viel Klavier gespielt, habe ich jetzt ewig nicht mehr gemacht. Oder ich war gestern zum ersten Mal wieder Fußball spielen seit 10 Jahren. Ja, da war ich der Schlechteste. Ja, da kann ich jetzt, war jeder besser als ich so, ne? Und so ist das halt, ne? Und du musst nur einen, also auch bei dem Thema des Klienten reicht es, wenn du einen Schritt weiter bist. Und natürlich ist, deswegen ist es auch gut, wenn auch Berater kontinuierlich an sich arbeiten, um ihren Range zu erhöhen, so, ne? Aber naja, ich weiß auch nicht, warum Psychologen immer so viel Hate abkriegen, aber es ist halt so, ne? Für mich, anderen Menschen die ganze Zeit Egoismus vorwerfen, ist für mich nichts anderes als emotionale Manipulation. So kannst du immer den anderen dazu zwingen und machen und tun, damit er sich schlecht fühlt, damit er ja nicht auf sich selber schaut. Haben wir in den letzten Jahren zur Genüge gesehen. Dem anderen immer ein schlechtes Gefühl geben, dass der andere eine Gefahr schon von Anfang an ist. Wenn diese neue Psychologie so erfolgreich ist, wieso haben wir im Westen die Anstalten, die Psychiatrien voll? Voll.
Aber es wird gepredigt, ja, die neue Psychologie, die ist so gut. Alte weglassen, neue. Mich interessiert weder die alte noch die neue Psychologie. Psychologie hat etwas zu tun immer nur mit der Psyche. Für mich geht es um viel mehr als um die Psyche. Es ist ein kleiner Teil der Geschichte. Ja, das ist jetzt echt, echt ein schwieriger Slide hier. Also erstmal in der ersten Hälfte, was wir jetzt gerade gesehen haben, wenn ich ihn richtig verstanden habe, würde ich ihm, glaube ich, auch sogar recht geben, dass wenn du immer nur, also ich meine, wenn Leute sich egozentrisch verhalten, dann verhalten sie sich egozentrisch. Ich meine, dann darf man es auch so benennen und kann sagen, ey, es fuckt mich ab, so, ne? Aber was er, glaube ich, sagt, und das würde ich auch so sehen, wenn du immer nur auf andere zeigst, immer sagst, das, aber das machen wir ja auch nicht. Die anderen sind die Blöden, die anderen sind die Narzissten, die anderen sind die Doofen. Also dieses ganze Täter-Opfer-Spiel, aber das, was ich hier ja auch ausführlich kritisiere und nie auf sich guckt, warum habe ich so ein Dating-Muster und so. Ja, das finde ich auch schwierig. Also da kann ich noch folgen. Zweite Teil wird er jetzt wieder sagen, triggert mich richtig an, tut's auch, weil das ist wirklich billig. Ist das denn jetzt die Schuld der Psychologen und Psychiater, dass wir so viel psychische Störungen haben oder was, ne? Also das ist so, als du sagen würdest, ja, jetzt haben wir doch so viel Orthopäden, warum gibt es denn so viel Rückenschmerzen noch? Das hat gar nichts miteinander zu tun. Also das ist, es gibt viel Rückenschmerzen, weil Leute einfach viel mehr sitzen. Und deswegen brauchen wir mehr Orthopäden oder meinetwegen auch Physiotherapeuten oder was auch immer. Und das Gleiche ist ja in der Psychologie auch. Ja, es gibt eine Menge psychische Erkrankungen und deswegen braucht man viel Psychologen, Psychotherapeuten, whatever. Und also wenn wirklich eins gut und erforscht ist, dann dass Psychotherapie hilft. So, ne? Also das ist auch, ihr müsst mal in die Leitlinien reingucken, wie genau das da beschrieben ist, welche Verfahren wirksam, also das gibt es ja in diesem ganzen Alternativbereich fast überhaupt nicht, ne? Welche Verfahren wo hilfreich sind, und das wird auch, das müssen wir sich wirklich, also es ist wirklich, es empfiehlt sich wirklich, das mal durchzulesen, wie genau das da beschrieben ist, wie genau auch, sag ich mal, so subfachliche Sachen helfen, also einfach Gespräche mit irgendjemandem, das ist da alles notiert, das ist alles erforscht und das ist natürlich ongoing process, ne? Aber zu sagen, ja, was haben denn die ganzen Leute, die ganzen Psychologen gebracht irgendwie, das ist schon echt mies, finde ich, sag ich ganz ehrlich. Und ja, warum gibt es so viel psychische Erkrankungen? Ich persönlich glaube nicht, dass es mehr gibt. Und meiner Ansicht nach ist das auch immer noch Diskussionsstand, dass man, ja, es gibt mehr Diagnosen, aber hat man früher die Leute nicht einfach übersehen irgendwie? Also ich kann mir jetzt persönlich nicht vorstellen, dass im Leben zum Beispiel, was weiß ich, wie meine Eltern groß geworden sind, im Zweiten Weltkrieg, aufgewachsen als Kinder oder noch davor, die Großeltern, weiß ich nicht, dieser ganzen Gewalt früher, und dass es da jetzt weniger psychische Störungen gegeben haben soll, kann mir nicht vorstellen. Also es gibt ja so ein, was auch so ein bisschen diskutiert wird, dass Sachen auch zu schnell gelabelt werden als psychische Erkrankung. Also dass man, ja, das habe ich manchmal auch so das Gefühl, dass zu viele Sachen, die eigentlich einfach zum Leben dazugehören, jetzt so als, nee, dass es eine Erkrankung gelabelt wird. Das ist sicherlich auch ein Punkt, aber ja, das ist schon, aber das ist ja, was er sagt, er ist ja nicht der Einzige, der sowas sagt, und das ist, naja. Scheißegal! Ja, meinetwegen kannst du auch mal, ich würde zwar sagen, meinetwegen rennen in den Wald und schreien Baum an, ich meine, das ist auch ein Lebewesen, aber schreien. Also ein guter Schauspieler ist er auf jeden Fall. Und mag sein, vielleicht hat er auch gute Arbeit, keine Ahnung. Was ich auf jeden Fall in diesem Video sehe, ist es, dass es ein Mensch ist, der vor allem dieses eine Thema überhaupt nicht gelöst hat. Wird ja erzweifelt, die Welt wird egoistischer und. Die Menschen rund um ihn herum sehen, was er hat. Und sein Trigger ist so enorm zu diesem Thema, dass es ihn wahnsinnig macht, mein Video, oder es macht ihn wahnsinnig, was sein Hausarzt zu ihm sagt. Aber das Thema ist anscheinend richtig gelöst, wie er es macht.
Es ist ja ganz normal, krank sein. Ja, das gehört dazu. Mein Gefühl sagt, diese Methode funktioniert nicht, weil er ein Beispiel dafür ist, wie es nicht funktioniert. Wieso sollte ich getriggert sein, wenn mir ein Hausarzt sagt, es ist ihre unterdrückte Aggression? Wieso triggert einen jemand das? Wieso triggert mein Video ihn? Frage an ihn. Ja gut, also ich finde, man muss auch, ja, wenn man sich hier zeigt auf YouTube, wenn man natürlich kritisiert, kann er ja auch machen. Ich kann nur sagen, ich würde zu niemandem gehen wollen. Ich weiß nicht, ob er das jetzt von sich sagt, weiß ich nicht. Der sagt, ich habe alles gelöst. Also ich würde das nie sagen, weil ich glaube, keiner von uns wird hier alles lösen im Leben. Und mir, ich finde, dass wenn Menschen denken und vor allen Dingen Berater, ob er das jetzt denkt, weiß ich nicht, ne? Berater denken, sie hätten alles gelöst. Ich glaube, da die Meinung wird auch von vielen von meinen Kollegen geteilt. Das macht sie gefährlich, weil du dann hast du nicht mehr den Blick für irgendwas, übersehe ich irgendwas, ne? Und du willst auch zu keinem perfekten Berater gehen, weil du willst jemanden haben, der auch Mensch ist, der auch in der menschlichen Erfahrung ist, der auch noch Sachen zu lösen hat und ja, keine Ahnung, aber gut, kann er sehen, wie er will. Da hatte ich ja diese Geschichte erzählt mit dem Arzt, der mir sowas untergeschoben hat, ein Hausarzt mit einer offensichtlich ganz normalen Problematik, die ich da hatte, somatischen und mir da irgendwie was Psychisches, also ich würde meine Aggression unterdrücken, genau. Und ja, das hat mich getriggert und das ist auch so ein Mythos, was er hier sagt, wenn dich irgendwas triggert, dass das immer dein Problem ist, so, ne? So, wenn ich jetzt auf die Straße gehe und irgendjemand gefällt mir nicht und ich gehe da hin, ich kenne den gar nicht, ich gehe da hin und sage, ey, deine Visage gefällt mir überhaupt nicht, finde ich total hässlich und was bist du für ein ekelhafter Mensch? So, und dann triggert diesen Menschen das. Und dann gehe ich jetzt dahin und sage, was hast du eigentlich für ein Problem, dass du getriggert wirst? Also wenn ich scheiße behandelt werde, ob man das jetzt überhaupt Trigger nennen kann, weiß ich nicht, bin ich froh, dass ich mittlerweile in der Lage bin, zu sagen, hier, es passiert gerade echt Dreck und ich ziehe mir diesen Dreck nicht an irgendwie. Und ich grenze mich da ganz klar von ab, weil das ganze Leben geht meiner Ansicht nach vor allen Dingen um Grenzen. So hier in unserer 3D-Realität geht das um Grenzen. Und Glückseligkeit kommt vielleicht später irgendwie, aber erstmal geht es um Grenzen, so um Grenzen setzen und wie gesagt, wenn jemand seine Grenzen überschreitet und du bist getriggert und grenzt dich ab und dann ist das die Schuld desjenigen, der getriggert ist. Interessanter Ansatz, sehe ich anders. Und er erklärt dabei, das ist sehr wahrscheinlich auch der Grund, wieso Julian in jede Richtung alles rausbottert. Schaut mal, Julian hat sehr viel Arbeit in seinem Leben auch getan. Genau auch mit solchen Therapeuten. Und ich habe einige Kunden, die genau das Gleiche auch erlebt haben wie Julian, die diese Art von Arbeit bei sich probiert haben. Irgendwann merkst du es, wenn es mit dieser Arbeit nicht weitergeht. Schaust du für neue Lösungen? Wenn ihr ein altes Foto von Julian seht, nur schon ein Jahr her, und ihn heute sieht, ihr müsst nicht einverstanden sein mit all dem, was er macht, aber die einzige Frage, wenn ein bisschen Menschlichkeit in dir drin steckt, ist, wirkt dieser Mensch glücklich, geht es ihm besser, ist er im Prozess, ist er sich am Verändern, ist er sich am Transformieren? Das ist die einzige Frage, die wir in uns haben, wenn wir Menschlichkeit haben. Ja gut, ich denke, ich meine, ich wäre jetzt der Letzte, der sagt, Leute sollen unglücklichen Beziehungen bleiben, wie das ja scheinbar der Julian Zietlow der Fall war. Gut, ich meine, der Luca hier kennt meine Arbeit sicherlich jetzt nicht und ist ja auch egal. Aber jetzt von diesem Foto zu sagen, wer der jetzt der glücklichere Mensch ist, könnte ich jetzt persönlich nicht. Also einer ist wahrscheinlich besser trainiert, als er jetzt ist. Aber ja, ich habe auch gar keinen, das habe ich auch schon bei den anderen Videos über den Julian gesagt, ich freue mich, wenn er für sich glücklich ist. Also wenn Leute es erfolgreich ausbrechen aus ihrem Leben und dann glücklicher sind. Ich meine, das ist ja auch Kern meiner ganzen Arbeit hier. Freut mich das. Und nur ich persönlich, ich glaube einfach, also das wissen wir ja auch in der Arbeit mit dem Liebeschip, dass die Gefahr, dass du denkst,
Ich weiß es nicht. Also kenne den Julian gar nicht, weiß ich nicht. Dass man manchmal denkt, man macht irgendwas ganz anderes und dann ist es doch das Gleiche in neuen Gewändern irgendwie so. Die ist halt sehr groß. Ob das bei ihm jetzt der Fall ist, weiß ich nicht. Ob er sich jetzt die Abhängigkeit von einer weiteren Frau begibt. Ich sehe auch ich habe mir mal ältere Stories von dem Julian angeguckt. Ich sehe da jetzt auch, außer dass er jetzt einen ganz anderen Inhalt hat, sehe ich auch gar nicht, der war vorher genauso exzessiv und genauso sicher, dass es der richtige Weg ist, wie es jetzt ist. So, ne? Also dieses, ich finde tatsächlich, wir sollten immer eine gewisse humorvolle Distanz zu uns selber haben, nie denken, dass wir alles wissen, nie denken, dass wir dass alles immer richtig ist. Und vor allen Dingen sollten wir nicht denken, wenn wir gerade frisch verliebt sind oder in Midlife-Crisis sind, dass wir uns jetzt komplett geändert haben und das neue Leben gar nichts mehr mit dem Alten zu tun hat. Aber ich würde es ihm wünschen, wenn das der Fall ist. Ist ja alles wunderbar. Ich bin da halt skeptisch, sage ich ganz ehrlich. Aber trotzdem, wie gesagt, es gibt viele Wege führen nach Rom und vielleicht macht er eine ganz tolle Arbeit, der Luca Liran. Vielleicht ich hoffe, das hat euch jetzt zumindest dieses Video hier einen Mehrwert gebracht. Ich wäre mal vorsichtig bei so 0-1-Lösung und ich bin halt diese ganze Sache, dieses auf dem Podest stellen der eigenen, also sich nur um sich drehen, sein Leben ausrichten, also das scheint ja so die Konzepte zu sein, an den eigenen, am eigenen Spaß, ohne Rücksicht auf Verluste, sage ich mal, finde ich höchst problematisch, aber wie gesagt, das heißt jetzt nicht, ist ja gut, dass es so eine, sage ich auch immer auf YouTube, dass es so eine bunte, oder auf Social Media so eine bunte Welt gibt, weil dem einen hilft vielleicht das, dem anderen hilft das. Jeder zieht sich das ins Leben, was vielleicht energetisch gerade das Richtige ist, aber trotzdem habe ich zu vielen Punkten eine andere Meinung, die habe ich jetzt nochmal gesagt. Ja, danke fürs Feedback und die freundliche Kritik hier und Gruß geht raus an den lieben Luca und könnt ihr mal schreiben, was ihr dazu denkt. Und wir sehen uns bald wieder. Ciao, ihr Lieben.